Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Control. Mit dem Rahmen von der letzten Folge haben wir uns hier in die Primärkandidatenabteilung begeben und haben herausgefunden, dass, so wie wir schon vermutet haben, wir selber P7 sind, also der siebte Kandidat. P1 bis 5 war Fehlschlag, P6 war Dylan, unser Bruder, der leider, naja, wie wir ja gesehen haben, nicht so ganz geeignet ist für den Posten des Direktors, und wir selber. Wir haben gesehen, dass sie uns komplett verfolgt haben. Gehen wir mal in den Aufzug. Das war fies. Dylan und ich waren beide Primärkandidaten. Experimente. Liebe das Schleudern. Geht einfach am schnellsten. What the fuck? Da geht nicht weiter. Also gehen wir da mal erst hin. Okay. Hat's nix. Okay, da hat's was. Da können wir aber erst hin, wenn wir hier alles geklärt haben. Fix mir den Kontrollpunkt mal. Zurück nach Hause. Natürlich tun wir das. Dort begann es und es ging nie weg. Sieht crazy aus. So. Wo konnte ich das Outfit auswählen? Ich konnte doch hier das Outfit auswählen irgendwo. Oder geht das hier nicht? Muss ich dafür die zentrale Geschäftsleitung zurück, um das Outfit zu wechseln? Weil ich wollte ja mir das neue Outfit angucken, was wir in der letzten Folge bekommen haben. Das P7 Outfit. Er geht nur hier. Ja, super. Nee. Bleib mal lieber bei dem. Aber hey, wenn ich schon jetzt wieder weg bin. Machen wir doch das mit den Mannequins.
Dann haben wir das zumindest abgeschlossen. Haben wir das übersehen? Wir das mit den Mannequins übersehen? Oder geht das erst, wenn wir hier noch mal hinkommen? Gehen wir nochmal zurück. Aufzug. Mei, braucht der lange. Kackviecher! Okay. Vielleicht das? Ah, das macht dich ganz wirr im Kopf. Bäm, ach komm. Leute, das ist ein Übernahme. Alice Wake, Mrs. Wakes Ehefrau, wurde während einer Behördenermittlung gefunden. Sie wurde befragt und evaluiert. Sie zeigte Anzeichen eines schweren mentalen Traumas in Form von Gedächtnisverlust. Wahrscheinlich Sporadem. Sie wurde später an einem behandelten Institut vermittelt. Es wurde geschlossen, dass sie während der Manifestation des Grenzbereichs selbigen gefangen war. Insbesondere Einzelpersonen, die nach dem Ereignis in Bright Falls noch immer vermisst wurden oder werden, sind FBI-Spezialist Robert Nightingale und Dr. Emily Hartman. Siehe The Creator's Dilemma und die Akte bezüglich der Cauldron Lake Lodge. Behördenforscher glauben, dass das Ereignis das Ergebnis der starken Wahrnehmung einer subjektiven Realität von Mr. Wake stammt. Darstellt, die mit unserer eigenen überlappte. Wake wurde als möglicher übernatürlicher vorgemerkt. Weitere Details in den Akten zum Primärkantenprogramm. 2011 erschien in den Roundabout Presse New York und Olympia
Ein Buch von Clay Stewart mit dem Titel Die Alan Wake Akten. Agenten befragten Clay Stewart und hegten den Verdacht auf geringere parabübernatürliche Sensibilität. Er wurde bis auf weiteres unter Beobachtung gestellt. In Cauldron Lake wurde eine Überwachungsstation eingerichtet, welche die Behörde über zukünftige Aktivitäten unterrichten soll. Aha. Okay, also jetzt langsam muss ich hier raus, ich krieg Kopfweh. Aber wo sind die Mannequins? Gehe ich jetzt nicht. Mission heißt doch so. So ein Mannequin sein? Ich habe jetzt keinen entdeckt. Soll aber hier sein. Hier liegt noch eine Akte. Vor ein paar Wochen ist ein Objekt der Macht aus dem Panoptikon entkommen und alle sollen Ausschau danach halten. Wenn also jemand das Karussellpferd auffällt, das durch die Sektor schwirrt, hören Sie mich bitte sofort. Bitte versuchen Sie nicht, es allein einzufangen. Binden Sie es unter keinen Umständen. Ja, wir haben es gebunden. Nehmen wir das hier. Mannequins. Muss ich das tatsächlich nachgucken? War doch jetzt überall bei einem gekrümmten Baum. Bin ich einfach blind und sehe es nicht? Hier in dem gekrümmten Raum ist es nicht. Ist auch kein Gang. Ah, da! Gott, das Einzige, was noch gruseliger ist als ein Mannequin, ist ein Dutzend davon. Okay. Welcher ist der richtige? Thank you.
Sind hier unten auch welche? Nee. Keine von den Puppen reagiert. Ich sehe die einzelnen mir angucken. Ist es. Neue Firmenpolitik? Keine Monikas mehr. Jawohl. So nervig. Nervensäge. Ich bin unsichtbar. Okay, das ist merkwürdig. Deine Spiele ist nicht verpackt. Nein, gar nicht. Deshalb ruckelt's auch. Gar nicht. Bei Cyberpunk kann ich es ja verstehen, warum das ruckelt. Aber bei dem Game hier eigentlich nicht. Aber wenn ich mir sowas hier angucke. Ah, da sehen wir es ja wieder. Gehen wir mal zu Langström. Der. Da haben wir eine Mission jetzt fertig. Oh, wie lade das jetzt wieder gescheit. Sonst muss ich das Game doch noch neu starten. Da habe ich jetzt 10 Minuten vor Folgenende nicht so die Lust dazu. Ja, es ist das Charaktermodell wieder richtig geladen. Alle gewandelten Objekte von Ihrer Liste sind wieder sicher im Panoptikon verwahrt. Was für eine Erleichterung. Wenn gewandelte Objekte fehlen, wirft das ein schlechtes Licht auf mich. Haben Sie Ärger gemacht? Der Flamingo hat mich auf die Astralebene gezogen, genau wie der Kühlschrank. Und dasselbe Wesen war wieder da. Hm,
Ich habe die alten Berichte durchgesehen und zahlreiche Objekte zeigten in den letzten Wochen ein deutlich destruktiveres Verhalten als sonst. Da gibt es sicher eine Verbindung, aber dafür werde ich nicht bezahlt. Sollten wir im Auge behalten. Und wenn wieder etwas ausbüchst, weiß ich, an wen ich mich wende. So ist das jetzt wohl. Punkte! Wir können wieder was aufschleppen. Bis später, Langston. Ich bin hier. Wer weiß, für was ich es brauche. Fünf Punkte. Das wollte ich ja. Habe ich auch noch zu wenig Punkte. Gut, dann erhöhen wir mal das Schweben. Das Schweben gibt uns einen taktischen Vorteil. Oh, das Schild, gell? Ja, Schild. Von neben ist mir Wurst. Dass man den Dodge nicht aufwerten kann. So, kann man hier was upgraden? Den will ich nicht. Was war das, den ich jetzt hab? Ader. Ein Lader. Haben wir hier mittlerweile gescheite Sachen? Neue gescheite Sachen? Mit. Nee. Schaden beim Zielen. Zeit macht auch. Was ist das hier nicht in etwas Höherem gibt? Das habe ich noch nie in 2 oder 3 oder geschweige denn die anderen gesehen. Kein bekanntes Prozedere hemmt die Eigenschaften des Objekts. Die Wände der Zelle des Objekts mit dem kürzlich entdeckten Schwarzstein zu verkleiden hat zu positiven Ergebnissen geführt, wird mit anderen gewandelten Objekten getestet. Ein Mannequin aus Draht und Stoff. Der Fuß und der Kopf bestehen aus fleckigem Holz. Das Objekt vervielfacht sich. Der Auslöser für dieses Verhalten ist unbekannt. Es konnte jeder eine Korrelation bezüglich der Anzahl der Vervielfachten pro Auftreten noch Zeitraums bis zum erneuten Verschwinden festgestellt werden. Das haben wir ja gelesen. Ja. Dann wollten wir dahin. Und da weiter gucken, was da auf uns zukommt. Da hinten war nichts mehr, oder? Okay, das reicht nicht. Dort gefunden. So versteckt war ich da jetzt auch nicht wirklich.
Schreibmaschinen. Die Seite wurde in einem Bericht des Ocean View Motel und Casino entdeckt, der mit dem Forschungssektor verbunden war. Sie wurde unter der Tür mit dem Spiralensymbol in den Flur des Motels geschoben. Text vom Gegenstand transkribiert. 10 Jahre lang habe ich versucht, meine Flucht zu schreiben, bin aber nur tiefer gesunken. Versuch dir mal, wo Fiktion endet und Realität beginnt. Hier macht es keinen Unterschied. Es ist eine abscheuliche Falle. Jeder einzelne Gedanke wird real. Angst, Verlangen. Wie kann ich sicher sein, dass ich geflohen bin und nicht nur in meiner Fantasie verloren? Das allein kann einen wahnsinnig machen. Die identifizierbaren Wörter im ausradierten Teil. Falls, Red Falls, Jagen, Wake, Alan Wake, Lichtschalter, Ozean, zu spät und der letzte Satz, die bewahren. Es kommt also wirklich viel öfter die Querreferenz zu Alan Wake. Okay, da war nix. Drehscheibe. Oh nö! Da ist so ein Drecksvieh. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Vielleicht gibt es ein Steuerpult. Hä? Was? Wo? Sind die Dinger auch weg? Drüben sind sie ja schon weg. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Ja. Vielleicht gibt es ein Steuerpult. Ist schon wieder Fungi. So. Oh. Wieder was gefunden. Rate mal, wer gerade eine Anlieferung hunderter winziger kleiner Schachteln inspizieren musste. Reich, weißt du, was ich in jeder Schachtel befand? Eine einzelne menschliche Zahn. Scheiß, ekelhaft. True. Oh.
wir denn jetzt gelandet? Schadensschub? Schadensschub? Jawohl! Vorhin gemosert und jetzt haben wir es direkt bekommen. Ja, geil. Gegen Rüstungen. Schaden gegen Rüstungen könnten wir noch. Aber das haben wir leider noch nicht. Egal, wir machen mehr Schaden. Wir machen mehr Schaden. Hier. Geht denn das hin? Kackvieh. Okay, hier ist nichts. Musst du also irgendwie hier runter? Oh. Da ist was. Aber hä? Hä? Wie? Keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Helikopter. Erstmal Strom an. Okay. Ja. Von nur ein Stromgerät. Oh. Ja, gut, das habe ich vermutet. Ah, hier. Okay. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir hier mit irgendwo hinkommen. Na gut. Dann halt nicht. So. Bin ich fies. Und was uns hier oben erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, die für deine, wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Wollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was bei uns abgeht, gibt es noch Twitter, wo ihr ein, naja, ein Like da lasst und auch am besten den YouTube, den Twitter-Account ein Foto da lasst und die Glocke oder einstellt, dass alle Feeds angezeigt werden. Und über Twitter hauen wir immer zuverlässig raus, wenn wir es nicht verkacken, wann wo was bei uns abgeht. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge. Adieu!